Hey und herzlich willkommen zu meinen Witchery Tutorials. Heute möchte ich euch zeigen, wie man sich in Witchery einen Ent beschwören kann. Ents kennt ihr wahrscheinlich, sind solche großen Baummenschen, die, halt Bäume sind und durch die Gegend laufen. Und ich möchte jetzt mal versuchen, einen zu beschwören, weil wenn man die dann besiegt, dann droppen die ja unterschiedliche Sachen. Ich glaube hauptsächlich Setzlinge und sogenannte Endzweige. Und die wiederum brauchen wir für einige Rezepte. Also eigentlich hauptsächlich für eins, was ich demnächst mal machen möchte. Und darum würde ich sagen, dass ich den jetzt mal beschwöre. Und das macht man hauptsächlich, indem man diese verschiedenen Bäume aus Witchery, da gibt's ja drei verschiedene Stück, ich habe mir jetzt mal einen hier rausgesucht, indem man die eben abholzt und irgendwann gibt es dann irgendwie eine Chance, dass der spawnt und dann kann man den besiegen. Und darum würde ich das jetzt mal ganz gerne versuchen. Umso mehr man abholzt, umso höher ist halt die Chance, dass der irgendwie aufploppt. Ich sehe noch nichts. Also es kann manchmal auch eine Weile dauern, bis der mal kommt. Also beim normalen Fällen ist mir das jetzt noch nicht so oft passiert. Meistens habe ich dann eher wirklich aktiv versucht, den zu beschwören und ganz viele Bäume gefällt. Er ist, glaube ich, relativ stark gewesen. Aber ich habe gelesen, dass der anscheinend bestimmte Schwächen gegen bestimmte Werkzeuge hat. Ich würde jetzt einfach mal schätzen, dass das eine Axt ist, da es ja sich um einen Baum handelt. Und darum habe ich jetzt hier meine coole Axe of the Stream aus Thorncraft mitgenommen. Auch damit das mit dem ganzen Abholzen hier schneller geht. Und dann werde ich mal versuchen, den damit klein zu kriegen. Obwohl das eigentlich theoretisch mit meinem Schwert auch gehen sollte. Das ist nämlich eigentlich auch ziemlich cool. Und hat eine recht hohe, eine recht hohe Attacke. Wo bleibst du denn, Bäumchen? Ist halt immer so ein bisschen Glück, beziehungsweise beim normalen Abholzen, wenn man den Baummensch gar nicht beschwören will, dann eher Pech, ob der kommt oder nicht, aber, wo bleibt der denn? Theoretisch sind die erstmal grundsätzlich einem böse gesinnt, weil man ja deren Wald abgeholzt hat. Also sollte man, glaube ich, nicht versuchen, in irgendeiner Weise anzufangen, mit denen reden zu wollen oder sowas. Oder handeln. Was irgendwie eigentlich ganz schade ist, weil so einen Baummenschen bei sich zu haben, den man irgendwie, mit dem man befreundet ist oder so, wäre wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht. So, probieren wir mal die aus. Vielleicht geht das damit irgendwie besser. Obwohl es eigentlich nicht besser gehen sollte. Rein technisch gesehen. Mache ich das mal hier drüben. Wie ihr seht, ich bin auch mal ein bisschen weiter weg von meinem Zuhause gegangen, weil da ja überall nur Wald ist. Damit wir eine schönere, offene Fläche haben, wo man die anpflanzen kann. Damit das ein bisschen schneller geht. Aber naja, sehr viel schneller ging es jetzt auch nicht dadurch, dass es irgendwie nicht funktioniert. Kannst du? Oh, du kannst sogar direkt daneben existieren. Warte. Ach, ich bin ja auch ein bisschen dämlich, ne? Ist irgendwie logisch, dass das nicht funktioniert, ein Monster zu beschwören, wenn wir im Peaceful sind, ne? Da hätte man auch mal dran denken können vorher. Ah, wahrscheinlich hätten wir schon 5 in der Zeit beschwören können. Aber gut. Merke, wenn man... Wow. Da sind wir. Oh, ho, ho, ho. Ja, das ging... Wow.
Oh ja, der ist. Okay, stimmt. Ah, gut. Sehr gut. Okay, ja, das ging schnell. Also zwei Bäume habe ich gefällt und direkt kam ein End auf mich zu. Genau, und das hier ist das, was wir jetzt eigentlich gesucht haben. Der End-Twig. Also eben ein End-Zweig, den wir bekommen haben, den wir dann weiterverarbeiten können. Ich glaube, ich werde jetzt einfach aus Prinzip nochmal ein paar von diesen Alder-Bäumen hier fällen, damit ich zeigen kann, dass das da auch funktioniert. Nicht nur mit den Dingern da hinten. Zumindest hoffe ich, dass das auch funktioniert. Weil eigentlich sollte es funktionieren. Ach, das ist schon wieder dieser komische. Funktionieren die hier nicht? Ich sollte nur ein bisschen warten, bis meine Rüstung sich wieder aufgeladen hat. Zumindest meine... mein Runic Shield hier. Damit ich nicht gleich sterbe, wenn der mich hier angreift. Aber ich muss sagen, der Axe of the Stream ging das eigentlich schon echt gut. Ich könnte natürlich jetzt auch mal gucken, ob ich das... ob ich ihn auch mit dem Schwert hier... Ja, okay, die Axe of the Stream hat auch sehr schön Attack Damage. Aber dann kann ich auch mal gucken, da die fast gleich sind, ob das mit dem Schwert genauso gut geht oder vielleicht, ob die Axt tatsächlich besser ist, weil der halt eine Schwäche dafür hat. Eigentlich sollte es so sein. Also im Zweifelsfall versucht es mit den harten Bäumen, da weiß ich auf jeden Fall, dass die, dass es bei denen funktioniert irgendwann. Naja, gut. Mache ich noch den kaputt und wenn da keiner spawnt, dann soll er doch wegbleiben. Gut, ja, auf jeden Fall das, was ich euch eigentlich zeigen wollte, das konnte ich euch zeigen, nämlich wie man eben diesen End-Trick bekommt und dass man, oder wie man theoretisch einen solchen End beschwört. Und ja, das können wir dann direkt weiterverarbeiten, das mache ich dann in der nächsten Folge. Ich gehe jetzt erstmal wieder nach Hause. Und zwar home. Genau. Und dann zeige ich euch in der nächsten Folge, wie man diesen Zweig dann halt weiterverarbeitet und daraus so ein mutierendes Gedönse macht, um halt im Endeffekt dann tatsächlich auch Tiere weiter mutieren zu können. Ja, das war's dann für dieses Mal. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bäume bebomilen und ja, Ents töten, Baummenschen töten. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!